Hallo YouTube, Atzins hier. Heute gibt es wieder mal ein neues Opening von einer relativ neuen Edition, Return of the Duelist. Kam im August 2012 raus. Und jo, wir starten mal mit dem ersten Booster. Grüne Verpackung. Was ist hier drin? Spellbooks. Genau, Spellbooks haben hier ihr Debüt gefeiert. Aber auch die Madolche Monster waren drin. Und ein paar Chronomalie, die bis jetzt aber immer noch nicht so rausgekommen sind, wie sie wollten. Die Nepradisk fehlt halt. So, was war damals so los? Hier mal noch eine Madolche Karte. Die Georgier hatten ja auch so ein paar Sachen mit drin. Wir hatten im August keine großen Turniere, soweit ich weiß. Arsenal ist natürlich eine super Karte für die Georgier. Aber dann im September war, glaube ich, nur YCS in Toronto, Spellbook of Power, Spellbook of Life und ein She-Hunter. Das ist natürlich im Donnerdeck gut. Ja, eine YCS in Toronto, die hat aber meiner Meinung nach Wind-Up gewonnen. Und dann gab es noch eine lustige YCS in Guatemala, die hat Six Samurai gewonnen. Block Golem ist auch so eine unterschätzte Karte, finde ich. Dann der Fairy King Alba. Was? Alp für dich? Ach, komischer Name. Ja. Da gab es halt die Battle Pack YCS in Sheffield. Das hat ja auch nicht viel mit dem Set zu sagen. Ja, also Dino Rabbit und ein Wisdom. Wind-Up war wahrscheinlich immer noch so Meta der Zeit. Kurz darauf kam ja dann Abyss Rising. Wir haben ein das Crystal Skull und ein Miracle Contract in Secret Rare. Ja, dann kam ja im November Abyss Rising und die Mermaids haben das Feld erobert und die Spellbooks sind erstmal untergegangen. Hier haben wir die Armor, weil Spellbooks waren nicht wirklich ausschlaggebend, konnten nicht wirklich viel machen. Selbst mit Fate waren sie noch nicht so spielstark. Erst wenn ein Judgment kam, dann im Mai 2013, ging es erst richtig los mit dem Judgment. Ne? Und die Georgias haben halt auch irgendwas gebraucht und die haben dann halt auch im Mai erst ihre Falle bekommen. In Lord of the Tatian. Vorher waren sie auch mehr oder weniger so ein Gammel-Deck, was nur Fun-Spieler gespielt haben. Also ging die Edition hier erstmal komplett unter und war erst nach einem halben Jahr erst interessant. Hier haben wir ein Swordbreaker in Super Rare und dann die Rare, also ist auch so eine Common, wo ich sage, die hat noch Potenzial mal gut zu werden. Oder sie ist gut, aber es fehlt halt das Deck dazu. Hier haben wir ein Crystal Bones. Mal gucken, ob die Chronomalie irgendwie auch mal gut werden, wenn wir irgendwann mal die Nepradisk bekommen. Dann haben wir hier noch das Chateau von den Madolche. Ja, mich hat das Set auch nicht wirklich interessiert. Ich kann euch auch wieder nicht so sagen, was ich da direkt gezockt habe zu der Zeit. Weil ich da auch ziemlich mit dem Studium beschäftigt war. Ich glaube, da habe ich gar nicht so aktiv gespielt. Da hatte ich dann entweder meine Lightswans oder die Samus, die ich halt immer aufgebaut habe. Aber was anderes hatte ich da, glaube ich, nicht zu der Zeit für euch. Ja, Heroic Challenger auch wieder hier drin. Ist auch so ein Deck, wo jetzt noch ein paar Sachen fehlen, sage ich mal. So ein paar Exceeds für die generell. Dann habe ich gar nicht erwähnt, haben wir hier noch eine Ultra gezogen. So ein krasser 10-Sterne-Exit. Und hier haben wir nochmal aber ein Ultimate. Na, wo ist das Spellbook of Secret? Wo ist der Magier? Hier haben wir noch eine Armor. Das war damals auch richtig verrückt, als das Set mehr oder weniger nicht mehr geprintet wurde. Und nach einem halben Jahr jeder die Booster haben wollte. Oh, hier haben wir noch eine Advanced Zone und eine Wisdom.
Da haben dann auf einmal alle geschrieben, hier, ich brauche Return of the Duelist Booster oder Displays, weil ich brauche das ganze Spellbook-Zeug, ich brauche das ganze Gear-Gear-Zeug und so. Und da gingen die Displays teilweise 120 Euro, so temporär mal für eine ganz kurze Weile. Doch das hat sich dann auch reguliert. Ich habe zum Beispiel hier die letzten Booster aus den Tins, die es danach gab. Da waren halt noch die Booster drin. Das war ganz gut so. Ja, vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Zeit, als dann die High Priest, die haben wir sie gerade, das ist lustig, 100 Euro ging, weil man die brauchte, dreimal. Oder als dann der Magician Stunde 20 ging, oder Secrets 15, und da ist halt alles richtig hochgegangen. Dann die Gyrgia Armor ging auch, glaube ich, bis zu 25, als dann Gyrgia Meta wurde. Nach der ersten Periode von Dragon Ruler Spellbook. Ah, hier ist Soul Train, schöne Antikarte. Noch ein Soul Breaker. Chronomel-Kristall. Chrononaut oder so. Ja, ich möchte eigentlich hier einen Rebound, ein Abreiten ziehen, weil das zurzeit ganz cool ist. Gegen die Yosendro. Da möchte ich mal ein paar auf Lager haben. Also wie es ausschaut, haben wir hier noch eine Halbmond-Bibliothek und einen Gagaga Revanche. Oder ja. Naja, noch ein paar, Booster. Vielleicht kommt ja noch was Schwieriges. Noch eine Hohepriesterin. Früher hätte man sich gefreut, hätte man 200 Euro gezogen. Heute weiß man, sie geht vielleicht noch ein Zehner, weil sie in dem Extra-Pack von Battle Pack 2 erschienen ist, als Ultra-Ware. Obwohl sie auch dort selten war, aber naja, das Deck spielt man jetzt halt auch nicht mehr. Aber hätte ich das Opening wahrscheinlich zu der Zeit gemacht, wo es Meta war, da hätte ich mich jetzt gefreut. Hier haben wir noch das mehr oder weniger Bossmonster. Na gut, Tiramisu ist ja das Bossmonster, aber die Paddinglas von den Madolche. Gawain, hat es besser an. Noch ein Skihunter. Und die letzten drei. Komm schon, ein bisschen Spellbook. Ah, Excalibur ist auch cool. Da ja zurzeit Stellar Knight und Heroes gezockt werden, ist das zurzeit auch sehr nützlich. So, vorletztes Booster. Nee, noch eine T-Bowse. Und das letzte. Dann war es das mit Return of the Duelist, dann habe ich keine mehr davon. Nee, doch. Das ist nur noch eine Void Trap Hose gerade. Gut, die ist natürlich auch schick. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer ein paar Kommentare dazu, wie ihr das Set fandet, wie ihr die Zeit damals fandet, das Metagame. Und wir sehen uns beim nächsten Opening. Macht's gut.